Ah, unter dem Stream ist sowas. Okay. Dass ich das hier nicht. Ah, doch. Nee, das ist Latest Follower. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und warum bin ich? Ah. Oh, halt, Schuhkarton. Kann man was loswerden? Nee, muss nicht. Speichern, ganz wichtig. So. Ah, da könnten wir wieder wechseln zur Saga. Und machen wir doch. Gucken wir, dass wir auf einem Level bleiben, ne? Kapitel 6 bei ihm, Kapitel 6 bei ihr und so. Weil ich weiß nicht, was passiert, wenn man eine Figur durchspielt und wie es dann mit der anderen Figur dann weitergeht. Alles klar, sorry, mach's gut. Ja, stimmt, Mela, du bist noch gar nicht auf dem Discord. Na, da könnt ihr euch austauschen. So, speichern wir gerade nochmal. Eine Seite. Gerade überlegen. Ah ja, da sind wir im Sonnenuntergang oder Aufgang. Sind wir da reingelaufen. Ich erinnere mich. Und da kurz davor war es ja abgestürzt. Das OBS. Gib Wake den Klicker. Besuch die Polizeiwache. Untersuche den vorher gefluteten Bereich. Ah ja, da sind wir. Stimmt, die Kiste haben wir nicht aufgekriegt. Wussten wir nicht wie. Dann auf zur nächsten Kiste. Warum ist da eine Treppe? Ah, von da sind wir gekommen, ne? Okay. Dann gehen wir mal weiter. Hier lang. Gucken wir mal, ob wir die nächste Kiste vielleicht öffnen können. Oh. Was haben wir hier? Ist das gut oder böse? Das ist einfach nur Qualm. Und da haben wir ein Zeichen. Okay. Ah, okay. Das ist dann vielleicht Monat oder so. Und auf Alltime. Ah, diese Woche sogar. Guck mal, Kiste. Siehst du mal. Noch ein Kultversteck. Noch eine dieser Kultkisten. Ah, okay. Da ist eine Lampe drauf. Dann wissen wir, was sie mit der schwarzen Wolke anstellen. Die hier war, ne? Da. Reicht das so? Nein. Oh, das geht nicht. Warum? Warum? Nee. So nicht. Naja, auf jeden Fall. Hier haben wir... Ah, wie sollen wir uns das merken, das Zeichen? Hängetitten? Nee. Hasenzähne. Spitze Hasenzähne. Ein Vampirhase. Man hätte ja mal kurz gucken können, ne? Wie viele Zeichen? Und welche Zeichen? Da können wir jetzt nochmal. Achso, ja, da geht's zur Kiste. Ich dachte, da sieht man vielleicht was. Komm, wir gucken mal schnell. Da ist wieder was. Okay. 103 Stunden Watchtime. Das ist schon ein bisschen was. Da hier mal gleich mal die. Da.
die Hasenzähne rein. Okay, wo sind noch Zeichen? Ein Baum. Mein Freund, der Baum ist tot. Da haben wir noch was. Dann nehmen wir mal hier hin. So. Und dann brauchen wir noch ein drittes Zeichen. Ist das hier vielleicht? Nee. Zwei! Nein, ich bin nicht sauer. Ich bin einfach nur enttäuscht. Nee, Quatsch. Ist doch schon mal was. Ich meine, wie oft warst du im Stream? Zweimal, ne? Glaube ich. Dafür ist es doch gar nicht schlecht. So, wo ist das dritte Zeichen? Habe ich auch eine Watch Time? Das ist wahrscheinlich 100%. So, wo haben sie das versteckt? Nicht fallen? Oh, war die Stadt schön hier, wa? Was hängt denn da? Das ist nur ein Schatten. Nur ein Schatten. Ich könnte das Ritter raten, wenn ich ja die Reihenfolge wüsste, ne? Oh, guck mal. Hier ist noch eine Wolke. Da war ich wahrscheinlich richtig hier, ne? Ja, komm, wir probieren es einfach mal. Vielleicht stimmen ja die ersten beiden von der Reihenfolge her. Sieht nicht so aus. Okay, dann machen wir. Obala. Machen wir mal andere Reihenfolge. Nee. Dann machen wir die mal dahin. Also, wenn du dich noch daran erinnern kannst, Grottmolch. Gerne. Da müssen wir nicht so viel Zeit verschwenden mit rumsuchen. Nee. Dann könnten wir vielleicht hier mal das machen. Und hier. Oh, hier. Die Panzerknacker sind unterwegs. Läuft. Ja, hat doch geklappt. Oh hier. Wir haben soeben erfahren, dass die Bundespolizei Alan Wake festgenommen hat. Er kam aus dem See. Er ist gefährlich. Höchste Alarmbereitschaft. Wir müssen den Autor ausschalten. Verbreitet die Nachricht. Okay. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte dahin. Oh, sind wir aber ganz schön vom Weg abgekommen. Hier ist der Weg, ja. Nein, geh da runter. That's the way, aha, aha, I like it. Jo. Nun gabelt sich das Stück. Jetzt will ich mal kurz checken. Okay, wir gehen auf jeden Fall erstmal rechts rum in die Ranger Station, bevor wir uns um die Kiste kümmern. Ne, wir kümmern uns erst um die Kiste. Das heißt, wir gehen links rum.
Ja, die erste Kiste, also da habe ich noch nicht mal den Hinweis verstanden, worum es da ging. Ah, das wieder. Der Ranger. Dö. Da ist die Kiste. Kiste. Noch ein Kultversteck. Mit einem Foto. What? An einer Wand. Ein besserer Zoom wäre auch nicht schlecht gewesen. Ah, einen Schlüssel brauchen wir da. Okay. Da brauchen wir einen Schlüssel. So. An einer gemauerten Wand allerdings. Oh, die Mathe-Dinge, die habe ich gegoogelt. Gebe ich zu. Beim letzten hat Toffel ist draufgekommen. Da, also, boah. Ich hasse Textaufgaben. Schon seit der ersten Klasse oder wann das anfing. Ich weiß es gar nicht. Erste, zweite, dritte, vierte. Ne, erste oder zweite, auf jeden Fall. Bei der Frau Kröger. Licht. Ja, dann gehen wir doch mal zur Ranger Station. Vielleicht haben wir da eine Mauer. Aber wir können den Weg ja mal. Oh. Da sind wieder böse Buben. Ja, ne? Bei einem habe ich auch Toffel gebraucht. Ich habe da rumgerechnet und rumgerechnet. Habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das mit den 200 Fahrzeugen. Ne? Autos mit 4 Rädern und Fahrräder mit 2 Rädern. Wie viele Fahrzeuge stehen da? Ja, what? Was wollt ihr von mir? Das war schon heftig. Ja, genau, ne? Ja, und dann, wie gesagt, ich habe ein paar Mal rumgerechnet, habe es nicht hingekriegt. Und Toffel dann auch so ein paar Versuche gehabt. Und auf einmal schreibt er eine Zahl rein. Und die hat gestimmt. Sehr geil. Oh, guck mal, eine Brotbox. Oder Lunchbox. Da ist er. Da ist noch eine Lunchbox. Yeah, baby. Give me the Lunchbox. Eigentlich wollte ich dir ein paar Kekse übrig lassen, aber ich hatte Bedenken, dass sich ein Tier daran vergreifen könnte. Also habe ich es gelassen. Aber der Gedanke zählt, oder? Ich hätte es eher gedacht, da stand was von wegen, ja, dann habe ich sie lieber gegessen. Joa, 175 im ersten Versuch. Und nach dem neuen Richtung waren es 177, genau, genau. Das waren die Zahlen, ja. Da hast du recht. Guck mal, das ist eine Mauer. Ein mauerähnliches Gebilde. Aber nee. So. So, vielleicht doch mal zur Ranger-Station. Vielleicht meinen die da die Hauswand. Auch wenn das jetzt nicht so gemauert aussieht. What? What? Ein kleines Boot. Und ein Teddybär da hinten. Ah, hier ist wieder Dingens. Oh, noch ein Reim. Allerdings brauchen wir noch ein paar mehr Figuren, ne? Müssen mal gucken, ob da was rumliegt. Hey, aber... Ich bin gerade stolz auf OBS. Es ist noch nicht abgestürzt. Na, vielleicht hätte ich das jetzt nicht sagen sollen. Gleich kackt es ab.
Da ist eine Figur. Monsterpuppe. Okay. Vielleicht reicht's ja endlich mal. Ich brauche mal einen Schluck Wasser. Ein Kind einst lief am Strand, trug hübsche Steine, die sie fand. Doch kroch ein Monster aus den Seen, ein gruselig Biest mit scharfen Zähnen, mit Flügeln und mit spitzer Nas. Doch hier ist, was das Kind vergaß. Im morschen Boot ihre Mutter saß, ein Tuch in ihrer Hand so nass. Okay. Die Bilder sind halt so. Aber gut, die Mutter haben wir, die kommt ins Boot. Mutter. So. Monsterkoch aus dem See. Gruselig Biest mit scharfen Zehen, mit Flügeln und mit spitzer Nase. Ja, das muss das ja sein. Doch hier ist das Kind vergaß. Im morschen Boot ihre Mutter saß. Ein Tuch in ihrer Hand, so nass. Was ist das denn hier? Ring und Kette? Baum. Ja. Ein Kind eins lief am Strand. Grottemoldig, hast du schon, oder wahrscheinlich, hast du eins von den Reimen schon mal hingekriegt? Braucht man da alle Puppen, um da drauf zu stellen? Also ich meine, es passt nicht zu jedem Reim. Von daher denke ich nicht. Doch eins habe ich auch hingekriegt. Noch ziemlich am Anfang. Aber da muss man nur eine Figur hinstellen. Ja, ja. Da hat mir die Frage schon selbst beantwortet. Ja, manchmal bin ich eben anders. Dass die schlecht übersetzt sind. Ja, okay. Das kann es natürlich sein. So. Ein Kind eins lief am Strand. Trug hübsche Steine, die sie fand. Steine? Wie Klunker? Was habe ich denn noch alles? Ja, so viel habe ich halt nicht, ne? Ja, das Kind. Wo packen wir das Kind hin? Klar. Dahin. What? Ich höre Dinge. Monsters. Komm, geh wieder her. Ach, da. Zwei Stück. Ihr werdet mich nie fangen. Wollt ihr mich töten oder machen die irgendein Schauspiel? Ne, ich glaube, die wollen mich töten. Alter. In your face, Motherfucker. Oh, grottemolig, die... Der Bossfight gegen die Tussi in dem Keller. Boah, da bin ich ja fast ausgerastet, ne? Wenn du die richtige Anzahl an Puppen auf dem Rätsel stehen hast, es aber noch nicht passt, weil falsch angeordnet oder falsche Puppe, dann gibt Saga dir so einen kleinen Tipp, indem sie sagt, das ist nicht richtig. Ah, ja. Ja, ne, das war anstrengend da unten. Also ich glaube, ich habe 4 oder 5 Versuche gebraucht,
Hätte ich noch einen Versuch mehr gebraucht. Ach halt, warte mal. Da muss doch was gespawnt sein. Dann wäre ich, glaube ich, ausgerastet. Also da war ich ein bisschen frustriert. Mein Geduldsfaden ist dicker wie früher, aber immer noch recht dünn. Gut, dass Logan mir dieses Armband gebastelt hat. So, gehen wir erstmal da gucken. So, Talisman. Erhöhte Wirksamkeit von Schmerzmitteln und Traumakissen. Naja. Schmerzmittel, immer gut. Okay, dann können wir jetzt mal in die Ranger Station gehen. Oh, läuft Werbung. Das tut mir aber leid. Oh, was ist das schön? Hä? Nö. Also Rätselkisten und Brotboxen hatte ich alle gefunden. Ich glaube nur diese Rehköpfe hatte ich. Ne? Also ich habe es ja vermutet, dass man die alle streicheln muss, ne? Deswegen habe ich es auch mal alle gestreichelt, ohne es zu wissen. Aber ja. Das macht dann schon Sinn. Na, das ist aber die gleiche. Oh, guck mal. Point Mapping. Das hatte das aber vorher nicht, ne? Egal. Aber das ist doch die gleiche. Oh. Bolzenschneider? Nee. Verdammt. Verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt. Ha, Schraubenzieher. Da. Gangster. Ja, ist das, also die Hütte sieht es gerade so aus, ne, vom Stil her, vom Aufbau, wie die erste Hütte, wo hier der PC stand. Und da ging die Treppe hoch. Ja, ist genauso. Ne, ist zu dunkel? Nee, ne? Komm, wir gehen erstmal. Da ist noch einer gucken. Dieser Reime. Oh. Jede Menge Reime, die sich auch noch reimen. Okay, what else? Ein Kind braucht seine Mutter, seiner Mutter Sorge. Ein Heim, da fühlt es sich geborgen, denn draußen jagen Monsterhorden. Und klingeln sie an der Tür, so flucht nicht dort. Noch schick sie fort, steck Süßes ihnen in den Korb. Zuletzt musst du dich nur drum kümmern, dass sie nicht dein Haus zertrümmern. Wie bitte? Ein Kind braucht seiner Mutter Sorge. Ein Heim, da fühlt es sich geborgen. Mutter Sorge. Heim geborgen. Versuch's weiter. Oh, heißt falsch. So, denn draußen jagen Monsterhorden. Und klingeln sie an der Tür, die Monster? Denkensaga. Ja. Die ist so aggressiv. Ja, tu mal wieder weg. So fluch nicht dort, so. Noch schick sie fort. Steck Süßes ihnen in den Korb. Vielleicht da ein Monster hin? Nein. Nee. Hätte ja sein können. Zuletzt musst du dich nur drum kümmern, dass sie nicht dein Haus zertrümmern. Vielleicht die Heldenpuppe. Nee. 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 Dann sie vielleicht. Nein. Ja, okay. Hm.
Kind braucht seiner Mutter Sorge. Das haben wir. Ein Heim, da fühlt es sich geborgen. Denn draußen jagen Monsterhorden. Und klingeln sie an deiner Tür, so fluch nicht dort, noch schick sie fort. Steck Süßes ihnen in den Korb. Soll das das Kind machen? Ist ja gut. Da hat sie nichts gesagt, ne? Mutter war richtig. Ja. Auge. Ein Kind braucht seiner Mutter Sorge. Ein Heim, da fühlt es sich geborgen. Denn draußen jagen Monsterhorden und klingeln sie an deiner Tür, so fluch nicht dort. Noch schick sie fort. Steck Süßes ihnen in den Korb. Zuletzt musst du dich nur drum kümmern, dass sie nicht dein Haus zertrümmern. Was haben wir noch? Hirsch, Elch, Wolf, Krähe. Ich würde mir fast behaupten, dass da noch was fehlt, ne? Na klar, wenn hier ein Ding ist, dann muss hier auch eine Puppe liegen. Da liegt doch immer eine Puppe in der Nähe. Warte, nimm die nochmal mit. Für den Fall. Okay. Ich vermute, dass irgendwo in dem Haus wo kommen die Geräusche her? Ja, dass hier auf jeden Fall irgendwo noch eine Puppe rumliegt, die wir dann verwenden können. Was haben wir denn hier? Akten. Oh, wir müssen nochmal wieder ans Falafel. Oh, da stand eben das Passwort. Was war das? 331. Ging zu schnell. Oh, Waffenverbesserung. Guck mal hin. Wir könnten. Ah, ne, das ist nur ihr Kram. Das benutze ich eigentlich nicht so gerne. Dann lass uns die Knarre mal ein bisschen aufleveln. Haltet den Feuerknopf gedrückt, um den Auto für. Nein. Mehr Kugeln. Erhöht die Magazin. Das ist gut. Noch ein Kopfschuss. Erziele zwei Kopfschüsse in schneller Abfolge, um einen Feind für längere Zeit zu betäuben. Wir nehmen mehr Kugeln. Saga wusste nicht mehr, wie oft sie bereits gefeuert hatte. Sie wusste es nicht. Nur, dass es mehr Schüsse waren, als sie Kugeln im Magazin hatte. Dennoch ging ihr die Munition nicht aus, als hätte ihr Magazin plötzlich Platz für mehr Kugeln. Sie feuerte erneut. So. Mehr haben wir hier nicht. Gehen wir mal zum Manu. Hallo Manu. Manuskript. Radio. So, halt. Falltafel wollten wir, ne? Ans Falafel. Da sind wir. Den Klicker zu Wake schaffen und ihn dazu bringen, seinen Versuch, Gott zu spielen, wieder gut zu machen. Das ist der Plan. Aber das FBI. Die hätte den Satz auch zu Ende sprechen können. So, okay. Nächster Fall. Der Kult des Baumes. Notiz. Die Kultisten auffordern, den Schriftsteller zu töten. Kurz hier. Ritual. Nee. Okay. Dann doch das Ziel. Gut, nächster Fall. Komm. Für später. Was haben wir hier noch? Versteck im Wald in der Nähe von Bright Falls. Gibt's denn irgendein spezielles Goodie, wenn man die ganzen Sachen noch gefunden hat?
eine Waffe oder irgendwie sowas. FBC-Akte, welche die Testorte in Bright Falls auflistet. Oh, das blöde Licht, ne? Bright Falls. Monsterpuppe zum Lösen des Reimpuzzles verwendet. Ach, ein besonderes Amulett. Ja, cool. So. Und die Puppen waren noch hier separat, ne? Ja. Reim von der Uferlinie im Wald der Nähe von Bright Falls. Watery, da ist Bright Falls. Okay. Letzter Fall. Okay. So, Lunchbox Box Bright Falls. Und noch eine. Tadam. So, dann haben wir noch Musik. Erledigt. Jo, Dan. War es das hier erstmal. So, jetzt will ich da aber nochmal. 1, 2, 1. Würde ich jetzt mal einfach mal behaupten, dass das das Passwort ist. Wir brauchen gar keins. Umso besser. Bla, bla, bla. Ich habe... Haben du. Bla bla. Joa. Alles klar. Wenn was Wichtiges dabei ist, dann wird die sich das schon merken. Oh, hier ist gar kein. Was ist mit dir denn passiert? Okay. Also die Geräusche sind schon... merkwürdig. Ah, hier. Hey, mein kleiner Freund. Guck mal, das Geweih steckt das in der Decke drin. Mit den Spitzen. Leute, Leute, Leute. What the hell? Ah, guck mal, jetzt haben wir die Grafik runtergeschraubt. Das Raytracing und das ganze Gedöns. Und jetzt haben wir gar kein Spiegelbild mehr. Yeah, why not? Why not? Ja, aber wenn das dazu führt, dass OBS nicht abstürzt, dann nehme ich das in Kauf. Wenn ihr das wieder in voller, mega geiler Grafik sehen wollt, dann müsst ihr es leider selbst spielen. Jetzt habe ich hier schon so ein Monster-PC gekauft. Aber das Spiel ist dann wohl doch ein bisschen zu anspruchsvoll. Um in Ultra-Einstellungen zu spielen mit Raytracing und Path-Tracing, pipapo, dann gleichzeitig das nochmal im OBS darzustellen, und zwar zweimal, ich habe das da doppelt, und nochmal hier im Creator-Dashboard von Twitch, ne, im Stream-Manager. Das packt er dann wohl doch nicht. Ja, dann streamen und gleichzeitig noch aufnehmen. Das heißt, der Codec, dass der überlastet war. Es hätte mir auch selbst einfallen können. Sagen wir mal so. Keine Puppe gefunden. Draußen auf der Veranda. Oder hinter der Tür. Tadam. Nope. Der Hund hier, da hätte er
auch was sein können. Ja, also ich hatte überhaupt keine Performance-Probleme. Das lief einwandfrei flüssig, tipptopp. Nur ab und zu ist dann halt OBS abgestürzt. Und ich wusste nicht warum, ich bin bald durchgedreht, ne? Und am Montag war das, wo ich so mächtige Probleme hatte. Da habe ich 26 Minuten gestreamt, abgestürzt. Dann nochmal 4 Minuten 29, abgestürzt. Und dann bin ich nochmal reingegangen in OBS. Und dann konnte OBS schon gar nicht erst starten, weil dann habe ich endlich mal eine Fehlermeldung gekriegt, dass der Encoder überlastet ist. Und dann konnte ich mal damit ein bisschen arbeiten, durch die Logfiles gehen. Und habe dann auch noch andere Dinge entdeckt, die ich leider nicht selbst lösen kann. Dazu kenne ich mich nicht gut genug aus. Da gibt es Probleme mit einem Sicherheitsprotokoll, wodurch die Alerts nicht funktionieren. Tretendes Licht. Na, das ist dann aber halt die nächste Sache, die ich angehen muss. Ja, komm, dann scheiß auf das. Auf den Kinderreim. Wie ist das denn, Grottenmold? Wenn man das Spiel durchgespielt hat, kann man dann nochmal an Orte zurückkehren? Oder müsste man dazu, was weiß ich, Kapitel nochmal starten? Ne, dass man dann, dass da kein Fortschritt gespeichert ist und so. Weil so recht am Anfang war schon, oh, guck mal, die Mauer. Ist da der Schlüssel? Guck mal, da ist eine Hand. Oh, wir haben den Schlüssel für die Kiste. Oh, und da ist bestimmt die Puppe drin. Die fehlende. Ja, ich habe mir da schon recht früh gedacht, ja, kacke, ich werde noch mehr Puppen brauchen. Mache ich erstmal weiter. Jo, und hab dann dementsprechend schon einige nicht lösen können. Weswegen ich hoffe, dass man da nochmal zurück kann an die Orte. Auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, dass ich das dann auch wirklich machen werde. Oh, da sind sie wieder. Wow. Buddies mit dir. So, noch einer. Uah. Warte. So, du bekommst eine Warnung vor der letzten Mission und kannst dann nochmal über... Ah, okay. Beziehungsweise, wenn du jetzt zum Auto gehst, könntest du auch nochmal über den... Ja, genau, also jetzt könnte ich, das habe ich mir schon gedacht. Mein Gedanke war nur, erstmal alle Puppen zu sammeln, bevor ich dann die ganzen Orte nochmal abklapper. Aber ja, wenn das dann mit einer Warnung kommt, dann ist das ja cool. Dann ist das ja cool. Oh, keine Puppe. Hätte aber sein können. Ja, Platz haben wir noch. Das hat ewig gedauert, bis ich herausfand, dass der Hinweis nicht der Hintern des Weihnachtsmann war. Warum so kompliziert? Gebt uns einfach normale Schlüssel. Jawohl. Do it. So, habt ihr was verloren? Das war bei der ersten Kiste hier, da ist tatsächlich...
Ne? Genau. Da ist tatsächlich was gespawnt. Bei dem jetzt auch. Cool. Und der andere? Wow. Nicht so verwinkelt. Ja. Ja, geil. Muchas gracias. So, aber gut. Dann gehen wir mal weiter. Laden noch mal nach zwischendurch. Schön spazieren hier im Wald. Waldbaden, wie es heißt. Lalala. Das war die letzte Kiste, ne? Außer die erste, die wir jetzt nicht geschafft haben. Ja. Verschlossene Tür. Jo. Was sollen wir da eigentlich machen? Ach ja. Untersuche den gefluteten Bereich. Das heißt, Billys Bootswerft. Die checken wir noch durch. Halt. Die kommt da ja auch gleich. Wie spät ist das denn? Ah, 9. Das geht ja noch. Da brauchen wir uns ja noch gar keine Sorgen machen. Hat da was gelegen? Nee. Eine Täuschung, und zwar eine optische. Ah, das wieder ein... Da waren wir schon. Ah. Das war dann das, wo wir uns entschieden haben, den anderen Weg zu gehen, genau. I remember.